Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Teil 2 Sternenschweif. So, und wir hatten ja diese abgebrannte Mühle gefunden und es hatten uns ja schon zwei Leute über einen Müller erzählt, den es hier mal gab. Und jetzt haben wir jemanden gefunden, das ist eine Kräuterhändlerin, mit der man über eine Mühle quatschen kann. Vielleicht ist das jetzt auch nur, weil wir die Mühle jetzt gesehen haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben unsere Helden nüchternerweise in einer Herberge geschlafen. Also ja, war schlimm, aber kommen wir drüber hinweg. So, wir reden mal mit Gerlanje. Erinnert mich an ein paar Abenteurer, die vor kurzem mal hier waren. Vielleicht ist das die Truppe aus der Vorgeschichte. Erzähl uns mal was über die Mühle. Man munkelt, es wäre Brandstiftung gewesen. Atherion, der Müller, hat jedenfalls am Tag darauf die Stadt verlassen. Da hat jetzt irgendwas gezuckt. Ah, wir können hier jetzt auch über Atherion fragen. Wir notieren das mal und fragen mal über Atherion. Der hatte hier eine Mühle. Ja, bis sie neulich abgebrannt ist. Danach ist er weggezogen. Soviel ich gehört habe, hat er die Stadt gen Osten verlassen und lebt jetzt in einem kleinen Wäldchen nahe der Stadt. Schreiben wir auch mal ins Tagebuch. Also nach Osten, der die Stadt verlassen. Weißt du sonst noch was über den? Wie? Nein, mehr weiß ich wirklich nicht. Okay, kannst du uns irgendwas über Attentäter sagen? Dazu kann ich nichts sagen. Und Aschehaufen? Ah, vielleicht ist es mit der Asche, weil die Mühle gebrannt hat. Das kann natürlich sein. Also nach Osten. Julia geht es wieder einigermaßen gut. Die hat dank Kotaki gut geschlafen. Ja, schauen wir, dass wir mal aus der Stadt rauskommen. Mussten hier so ein Ausgangsdingsbums. Die waren auf der Karte eingezeichnet. Ich sehe aber jetzt gerade keins. Dann werden wir uns irgendwo am Ortsrand vorbeischlagen und gucken, dass wir irgendwo einen Ausgang finden. Wo ist der Ortsrand? Ah, das muss die Schmiede gewesen sein, die wir nicht mehr brauchen. Ah, Julia entdeckt einen Ausgang an einer Hauswand. Auf dem Zettel steht nur, esst mehr Käsetoast. Mhm, ja gut. Vielleicht auch eine Anspielung auf irgendwas, die ich nicht verstehe. Aber ja, wir gehen mal aus der Stadt raus. Und marschieren los. Wir können nur nach Süden. Wir kamen mal aus Norden. Moment, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Können wir auch einfach bleiben? Nein, können wir nicht. Wir suchen einen Lagerplatz und gehen dann wieder nach Norden, ist versprochen. Wir machen die üblichen Dinge. Und machen jetzt Routenplanung wieder zurück. Das war jetzt ein bisschen unnötig, aber ja. Weil eigentlich sollten wir nach Osten. Vielleicht hätte ich den anderen Stadtausgang. Wir betreten nicht die. Nee, dann können wir nur wieder nach Süden. Also hätten wir doch in die Stadt gemusst. Ach man, was ein Stress. Nee, wir wollen umdrehen. Außerdem muss Kotaki nach vorne. Da wir draußen sind. Immerhin finden wir Kräuter. So, wir möchten losmarschieren in diese Richtung. Diesmal werden wir die Stadt betreten und dann gucken, dass wir irgendwie nach Norden mal eine Nase rausstrecken. So, wir haben getrunken. So, wir betreten die Stadt und gehen diesmal irgendwo nach Norden und einen Ausgang suchen. Himmel, Herrgott, nochmal. Oh ja, solche Sachen. Das war in Teil 1 auch so. Eine alte Frau
Euch kommt eine alte Frau entgegen, die mit einem Stock den Weg ertastet und sich nur sehr langsam vorwärts bewegt. Als sie neben Kotaki steht, stolpert sie ihm in die Arme, worauf sie wüst zu schimpfen beginnt. Mitten ihrer Tirade klärt sich jedoch ihr Gesicht. Ich kann wieder sehen! Ich kann wieder sehen! Oh, ihr Götter! Hab Dank für diesen Wundertäter! Ich habe kein gutes Gefühl bei der Dame. Mit großen Schritten und unter lautem Gejubel läuft sie die Straße hinunter. Die Leute um euch herum sehen euch mit einer Mischung aus Vergötterung und Furcht an. Bis die alte Dame vor dem nächsten Haus gelaufen ist, danach gehen alle wieder ihre Wege. Ich würde jetzt eher davon ausgehen, dass die uns irgendwas geklaut hat. Zuerst geh mal bitte nach vorne. Würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen. Ich glaube nicht, dass wir Wundertäter sind, die den Ausgang der Stadt nicht finden. Sehen wir mittlerweile einen Ausgang auf der Karte? Da, oder? Gehen wir da mal hin. Ja. Ja, wir möchten die Stadt verlassen. Wir gehen mal nach Norden. Können wir da irgendwo nach Osten? Kotaki muss nach vorne. Noch ein Standard-Dinge. Ihr habt keinen Platz, um ein Proviantpaket aufzunehmen. Wollt ihr etwas ablegen, um Platz zu schaffen? Nein. Schlagt euch die Bäusche voll, bitte. Können wir bitte irgendwo nach Osten? Nee, ich wollte keinen Platz schaffen. Ich habe die nächste Kreuzung erreicht. Können wir nur nach Westen? Ach Mann. Dann hätten wir doch nach Süden gemusst. Doch Osten gesagt. Geh mal weiter die Straße entlang. Ich glaube, wir sind irgendwie ziemlich vom Weg abgekommen. Mal kurz die Bewegungspunkte gucken. 3 ist nicht so viel. Ja, wir sind alle auf 3 runter. Na gut. Viel zu viel Essen. Nächste Kreuzung. Können wir... hier können wir nach Osten. Wir gehen nach Osten. Lagerplatz suchen. Hat irgendjemand Hunger? Kann ich irgendwie... Da, Hunger. Kann ich da auch jetzt von Hand füttern? Ja, kann ich. Okay, ich gebe eine Runde Essen aus. Jeder darf mal einen Happen. Wow, haben wir Essen dabei. So, wie die Stopfgänse werden alle gestopft. Du darfst noch was essen. Sehr schön. So, jetzt sind wir alle wieder bei 5 Bewegungspunkte. Sehr schön. Moment, dann machen wir das jetzt aber mal anders. Wir teilen nur Wachen ein. Und zwar Flexi... Akito und CS. Und dann schlafen wir ohne Kräutergedönse. Und ohne Essen. Kotaki war durstig und hat getrunken. Oh Mann. Hi. Bewegst du dich mal eins nach da und dann... Zaubern geht nicht mehr. Machst du sichern. So, du bewegst dich mal nach da. Bleibst dort. Du bewegst dich mal nach da. Und bleibst dort. Du bewegst dich nach... irgendwie da.
du kannst angreifen den da, weil du einen Bogen hast. Du bewegst dich bitte in die Richtung. Ja, da geht jemand auf Tuchfühlung. Du bewegst dich dann bitte mal hier hin. Und bleibst da. Du bewegst dich nicht, du zauberst. Kampf. Mach den mal blind. So, Goblin ist geblendet. Du bewegst dich bitte. Ich glaube, 2 kannst du gehen und dann noch angreifen, ne? Ja. Den Goblin an. Die dürften eigentlich nicht so viele Lebenspunkte haben. Theoretisch. So, CS, du bist da unten irgendwo. Du greifst. Moment. Du bewegst dich dahin. Und teilst hier einen Goblin mit Raketo. Ja, der jetzt auch schon tot ist. Sehr schön. Du bewegst dich. Moment mal, diagonal. Ich muss das mit dem Diagonalen irgendwie mal ins Hirn kriegen. So, zaubern kann sie jetzt nicht mehr. Bleib mal da stehen. Wir probieren diagonale Dinge. So, du kannst angreifen den da. Du kannst angreifen. Ja, hier sieht man irgendwie. Wow, das geht doch ziemlich um die Ecke. Okay, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Okay, Bettdecke, du bewegst dich. Moment mal, kannst du jetzt irgendjemanden hier anzaubern? Kampfblitz. Kannst du den da? Geht das? Okay, wir können wilde Dinge tun. Hat Funst. Ah, du kreist bitte den da an. Der schon tot ist, okay. Du musst dich, glaube ich, bewegen. Den kannst du noch angreifen. Den da. So, du kannst einfach mal helfen gehen. Magie, wenn wir dann keine mehr einsetzen. Mal sichern. So, Julia, Angriff. Hau mal mit dem Besen da auf die Ömer. 5 Schaden gemacht, sehr schön. Angriff den da. Das wurde nix. Du kannst auch mal Nahkampf üben. Aber nicht in dieser Runde. Oh, und jemand hat die 8 Schaden gekriegt. Kannst du jetzt hier irgendjemanden angreifen? Den da? Geht das? Wow, okay. Angreifen den da. Angreifen den da. Angreifen. Ja, hilf mal Raketo. Angreifen den da. Der ist tot. Sehr schön. Dann kannst du dich mal so grob in die Richtung bewegen mit deinem langen Beinchen. So, mach den jetzt mal bitte tot. Oder auch nicht. Kannst du den da treffen? Bogen ist ja echt cool. Ich weiß, dass ich in Teil 1 keine Bögen verwendet habe. Ging aber auch ohne. Hust. So, Bettdecke, hau dem mal dein Stäbchen über den Schädel. So, du kannst da so irgendwie hin so. Dann abwarten. Du machst deine alten Optionen. Okay, der ist auch tot. Dann kannst du dich bewegen dahin. Angreifen den da. Du machst einfach Pause. Ja, wir sparen Pfeile.
Du schlägst dem auf die Ömme. Pause. Angriff den da. Angriff den da. Angriff den da. So, und so langsam sollten die doch mal sterben. Alte Option. Ich habe auf alte Optionen geklickt. Hust. 7 Schaden, wow. Bettdecke ist halt ein starker Boot, ne? So, du machst deine alten Optionen. Last Goblin Standing. Du machst auch alte Optionen. Er hat keinen Bock mehr. Schießt dir mal noch einen Pfeil ins Genick. Hat nicht Funst. Dann lasst ihn ziehen. So, wir suchen einen Lagerplatz, aber wir sind immerhin mal nach Osten unterwegs. Kräuter suchen kann ich halt noch einteilen. Aketo, CS und Flexi, aber Essen suchen lassen wir mal. Obwohl Wasser wäre halt auch sinnvoll, ne? Keine Kräuter entdeckt. Okay. Weil da geht halt auch kein richtiger Weg nach Osten. Keine Ahnung. Der Weg verliert sich in einem graubraunen Feld aus getrocknetem Schlamm und Geröll. So als hätten heftige Regenfälle einen Erdrutsch im Gebirge ausgelöst und die Lawine die Straße unter sich begraben. Wollt ihr trotzdem weitergehen? Ja. Otaki gelangt heil über die gefährliche Stelle. Bettdecke auch. Flexi auch. Julia rutscht aus und kullert einige Schritte den Hang hinunter. Aketo hat es auch überstanden. Kotaki hat soeben seine letzte Möglichkeit zum Trinken ausgeschöpft. Okay, dann sollten wir dann doch wieder Nahrungssuche machen. Lagerplatz suchen. Okay, dann machen wir diesmal nochmal richtig. Aketo, CS und Flexi halten Wache. Nahrung macht Kotaki. Kann nirgends Wasser finden, das ist kacke. Julia macht Kräuter. Das werden wir gucken. Wird schon. Brauchen dringend Wasser. Die nächste Kreuzung erreicht. Ja, gehen wir weiter nach Osten. Lagerplatz suchen. Diesmal bitte mit Wasser. Bitte. Kotaki findet Wasser. Okay. Irgendwas ist passiert. Eine Gestalt tritt aus dem Dunkel und kommt an das Lagerfeuer. Begrüßt seid ihr in Travias Namen, der Göttin des Herdfeuers und der Gastfreundschaft. Nachdem ihr die Träume aus euren Köpfen vertrieben habt, könnt ihr den späten Gast etwas genauer in Augenschein nehmen. Es ist offensichtlich ein Musikant, wie man an seinen bunten Kleidern und einer Laute erkennt. Kann ich mich an euer Feuer aufwärmen? Fragt der Besucher, bevor ihr Zeit habt, euch ein genaueres Bild von ihm zu machen, wollt ihr ihm einen Platz anbieten, ihn davonjagen, da er bestimmt nichts Gutes im Schilde führt, ihn zuerst fragen, warum er so spät unterwegs ist. Wir fragen ihn, warum er so spät unterwegs ist. Wir haben ja schließlich schon geschlafen. Ich habe es sehr eilig, weil meine Tante aus Lohwang im Sterben liegt. Wollt ihr ihm einen Platz anbieten, ihm kein Wort glauben und ihn davonjagen? Wenn Lohwangen, das habe ich glaube ich auf der Karte gesehen. Hat er noch einen ziemlich weiten Weg. Das ist ziemlich weit südwestlich von hier. Ja, wir bieten ihm einen Platz an. Der Mann lässt sich am Feuer nieder und erzählt euch von seiner heutigen Reisestrecke. Als jedoch sein Magen zu knurren beginnt, unterbricht er seinen Bericht. Habt ihr wohl noch etwas zu essen für einen einsamen Wanderer? Wollt ihr nachsehen, ob ihr ihm noch etwas abgeben könnt? Es mit der Gastfreundschaft nicht übertreiben, ihn unverschämten Kerl da jetzt davon sagen. Wir haben eh zu viel Essen. Hier, kriegst du was. Ihr findet etwas Essbares in einem der Rucksäcke und gebt dem Gaukler davon. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe eine Karte von der Gegend dabei und ich würde euch gerne einen Blick darauf werfen lassen.
Nachdem ihr euch die nähere Strecke eingeprägt habt, macht sich der Reisende wieder auf den Weg. Wieso hat Flex den Lebenspunkt verloren? Wieso verlieren wir Lebenspunkte? Ah, jetzt ist da noch ein Weg eingezeichnet. Die Wege kamen jetzt dazu. Aber wieso haben wir Lebenspunkte verloren? Wir gehen weiter nach Osten. Suchen einen Lagerplatz und gucken dann mal nach den Helden. Maketo, alles gut mit dir? Ah, der hat Durst, aber wir hatten noch Wasser gefunden. Nee, das kann nicht der Grund gewesen sein. Warum habt ihr Lebenspunkte verloren? Okay, wir machen die alten Optionen. Findet Wasser. Ist immer gut, keine Kräuter. Keine Ahnung, warum die jetzt Lebenspunkte verloren haben. Und ich habe keine Ahnung, ob wir ansatzweise auf dem richtigen Weg sind. Weil es hieß ja, dass der nach Osten gegangen ist. Mehr weiß ich nicht mehr. Hust. Wir werden wieder geweckt. Das sind scheinbar nur Räuber. Das ist nicht so schlimm. Immer kannst du von... Nee. Oh, wir sind wieder überladen. Himmel, Herrgott, nochmal. Sieg wird gar nicht zaubern können in diesem Kampf. Ach Mann, Essen ist ein Fluch. Essen ist Kacke. Da muss man tun zum Überleben. Ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Ja, wir gehen alle mal grob in die Richtung. Das wird schon. Es werden mehr. Und da ist noch einer dazugekommen. Oh Mann, wir sind wieder so überladen. Das ist ein Drama. Moment mal, angreifen. Schieß mal auf den da. Ja, sprinte du da oben hin. Dann kann CS sich da unten um den kümmern. Ah, Mann. Wie gut, dass wir nie überladen sind. Niemals. Niemals überladen. Das Einzige, was mich momentan so ein bisschen beruhigt, ist, dass wir ja keinen Zeitdruck in dem Spiel haben. Das habt ihr geschrieben und das Handbuch hat auch keinen Zeitdruck vermittelt. Also will ich einfach mal glauben und mich in Sicherheit wiegen und theoretisch überall rumlaufen. Den kann ich treffen, dann triff mal den da. Deckel wird wahrscheinlich auch nicht zaubern können, weil dafür braucht man 5 Bewegungspunkte, die wir wahrscheinlich nicht haben. Oh Mann. Julia geht mit in den Nahkampf. So, Angriff. Den da. Nicht sehr erfolgreich. Steh mal auf die Pelle. So, du gehst bitte mal dahin. Du bewegst dich mal bitte dahin. Du haust dem seinen Besen auf die Omme. Du machst deine alte Option. Du machst auch deine alte Option. Alte Option. Du hattest, glaube ich, noch keine alte Option. Darauf klopfen. So, ich glaube,
ist auch noch nicht angegriffen. So, zack. Okay, so, alte Option. Tötet mal irgendjemanden von denen. Julia, go, go. Meinen machen wir ein bisschen Schaden. Der hat sich bewegt. Schaden gemacht, sehr schön. Schaden erhalten, das ist nicht so schön. Wir müssen dringend uns wieder die Bäuche vollschlagen. Oh, oh, Julia geht's gar nicht. Julia geht's gar nicht gut. Julia geht's gar nicht gut. Julia geht's gar nicht gut. Ich hab's gesehen. Kümmern wir uns gleich drum. Ist versprochen. Ist versprochen. Julia, ich hab dich im Blick. Kotaki hat keine Pfeile mehr. Dann machen wir Waffe wechseln. Rabenschnabel bewegen in die Richtung. Julia, beweg dich. Ist die krank oder ist die einfach nur verletzt? Oh, habe ich im Hinterkopf. Habe ich im Hinterkopf. Keine Panik. Alles wird gut. Irgendwann mal. Julia ist soeben in Borons Reich eingegangen. Was hat sie denn gehabt? Oh Mann. Ja, Julia, das kriegen wir wieder hin. Das kriegen wir wieder hin. Glaub an mich, bitte. Kotaki, du musst irgendwie in Nahkampf. Moment mal, du... Moment, Kotaki, du hast 5 Bewegungspunkte und du kannst zaubern. Kannst du blenden? Ja, kann er. Dann mach das mal bitte. Hä? Blende den da. Geht irgendwie nicht. Spiel, was willst du mir gerade sagen? Keine Panik. Geh du mal dahin. Und bleib mal da. An was ist Julia jetzt gestorben? Ich habe das nicht verstanden. Okay, ich bin jetzt verzweifelt. Achso, ne, kann nicht zaubern. Er hat keinen Bewegungspunkt. Scheiße. Ach Mann. Mach den bitte mal tot. Flexi, alte Option. Okay, Kotaki wird auf jeden Fall zaubern. Ist der Einzige, der noch Platz hat. So, Kotaki, zaubern. Hau mal einen Fulminictus raus. Okay. Oh Mann, Julia. Was ist nur mit dir passiert? Du hast deine Waffe kaputt gemacht. Wir haben keine Ersatzwaffe für dich. Oh Mann. Angst. Angst. Ja, dann kloppt den halt mit der bloßen Hand. Kotaki, du musst jetzt magische Dinge tun. Oh mein Gott, was ein Drama. Können wir mal bitte uns so ein Typ in die Flucht schlagen, bitte? Oh Mann, was ein Drama. Ja, Kotaki hat kaum noch Mana. Schaffst du noch einen Fulminictus? Nein. Schaffst du einen Blenden?
Aber es ist geblendet, okay. Oh nee. Jetzt hat's Bettdecke auch noch zerlegt. Oh Mann. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? In der Stadt. Kacke, Mann. Das mit dem Gepäck muss ich wirklich besser im Auge behalten. So eine Kacke. Meine Heiltränke hätten wir auch noch gehabt. Vielleicht wird's ja noch was. Ohne weitere Tote. Go-Go-Raketo. Mit bloßer Hand hat er Schaden gemacht. Shit, Mann. Der ist wohl gestorben, okay. Ruhe in Frieden. Geh mal grob in die Richtung. Wir müssen dann jetzt irgendwie in eine Stadt. Da ist noch einer gestorben, Halleluja. Wir müssen irgendwie in eine Stadt und da im Tempel irgendwie beten und tun und hoffen. Oh mein Gott. Ich würde jetzt gerne schreien und weinen. Und schreien und weinen. Geh nur mal deinem Kollegen helfen. Wir müssten eigentlich schon lange in der Pause sein. Keto, go, go, mit bloßer Hand. Flexi geht's auch nicht mehr so gut, aber dem Räuber kann es auch nicht mehr so gut gehen. Go, go, CS. Ah, noch einer tot. Halleluja. Oh, Flexi hat das irgendwie auch, das, was Julia hatte. Moment, wie kann ich Flexi angucken? Ich will gucken, was Flexi hat. Heldenoptionen? Werte prüfen. Das sagt mir gar nichts. Nee, Attackenart ändern ist auch nichts. Ich will gucken, was er hat. Oh Mann. Das wird ein taktisches Neuladen. Die haben irgendeine Krankheit, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was die haben. Ich meine, wir hatten ja einmal nach einer Nacht Lebenspunkte verloren, aber da hatte ich ja geguckt. Dem geht's gar nicht gut. Nicht, dass es nur Schaden ist. Heilige Scheiße. Haben wir für dich da irgendwo noch einen Platz da, ne? Gott, Flexi, halt durch. Was auch immer du hast. Ich würde es gern wissen. Du mal da ran. So, jetzt gib dem mal bitte voll eins auf die Ömme, damit der stirbt. Von dem Kampf dürft ihr keinem was erzählen. Der ist nie passiert. Ist nie passiert. Ist niemals passiert. Mm-mm. So, okay. Die Pfeile müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein Schwert nehmen wir mit für Raketo. So, was habt ihr? Flexi, was hast du? Kotaki hat eine neue... Ja, Kotaki, das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt, um aufzusteigen.
Ich lasse das jetzt mal am Computer machen, weil ich glaube, dass wir neu laden werden. Spiel, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte nach Kotaki gucken, was der hat. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und außerdem müssen wir eigentlich in der Pause sein. Schon 10 Minuten mindestens. Wow. Hast du jetzt ein Schwert? Nein, er hat kein Schwert abbekommen beim Looten. Oh, hier mein Arsch und Zwirn. So. Eine Kacke. Oh, Spiel. Meine haben wir Schaden gemacht. Moment. Zuerst bewegen. Bewegen. Dahin. Warten. CS angreifen. Den Hintern vom Löwen, bitte. Angreifen. Löwenhintern. Bewegen. Dahin. Gott, Flexi, ich will noch wissen, was du hast. Du lass mich das irgendwie nicht mehr gucken. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe es versucht, noch mal rumzureißen, aber wir müssen irgendwo noch mal zurück in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das realistisch sein wird. Eher nicht. Können wir bitte noch den Löwe töten, einfach fürs Ego? Was eine Kacke. So, der Löwe ist tot. Ein Pfeil fährt etwa 10 Schritt von euch in den Boden. Erneut ein Pfeil, diesmal etwa 5 Schritte vor euch entfernt. Der nächste Pfeil fährt unmittelbar vor Raketo in den Boden. Diesmal kann man erkennen, dass er von unmittelbar über euch gekommen ist. Im Blätterdach sieht man einen Elfen mit gespanntem Bogen sitzen, der euch regungslos ansieht. So ist es denn auch nicht sein Pfeil, der Raketo trifft, sondern wohl der eines anderen, die erst jetzt in zahlreichen Bäumen vor euch zu sehen sind. Einer von ihnen deutet mit seiner Waffe in die Richtung, aus der ihr gekommen seid. Nächster Pfeil trifft Raketo in den Hals. Raketo ist gestorben. Diesmal ist CS das Ziel und dieser Pfeil verfehlt nur um Haaresbreite die Kehle. Und nun geht ein wahrer Regen von Pfeilen und Speeren auf euch nieder. Fexis! Okay, Spiel, danke, dass du das jetzt tust. Wie lange habt ihr eigentlich geglaubt, das aushalten zu können? Kotaki ist tot, CS ist tot. Die der Götterkunst verloren sind verfallen einer Macht, die sie führt zu dunklen Toren und durch sie in ewige Nacht. Okay, das Spiel hat gesagt, du musst definitiv laden, liebe Sinaloa. Danke, Spiel. Bis gleich.